So, der nächste Schritt in unserem Alpha-Projekt ist jetzt, dass wir die Roststellen alle schön angeschliffen haben. Und nach dem Anschleifen werden jetzt die Rostgrade festgestellt, um zu entscheiden, welche Rostbehandlungsmaßnahmen dort durchgeführt werden müssen. Denn es unterscheidet sich gravierend, ob wir Rostumwandler, Rostkonverter oder Roststopper nehmen. An der Stelle gibt es echte Unterschiede, die bei der Verwendung zu beachten sind, weil wir wollen ja im Endeffekt ein perfektes Ergebnis haben. Schauen wir uns das mal an, wie wir hier vorgegangen sind. An der Stelle ganz wichtig, dass wir auch die Fahrwerksteile mit bedacht haben. Und zwar ist hier jetzt ein Rostumwandler aufgetragen worden, der eine spezielle Tiefenwirkung hat. Hier liegt der Rostgrad 2 vor. Also wir haben eine vollflächige Aufrostung, die dann getränkt werden muss. Wichtig dabei ist immer, dass dieser Rostumwandler eine hohe Tiefenwirkung hat und im Endeffekt noch mit einer Schicht versiegelt, sodass wir die im Rost enthaltene Luft ausbringen können. Deshalb muss der Rostwandler wirklich tief ins Material hinein. Wie gesagt, hier die ganzen Fahrwerksteile sind jetzt an der Stelle alle komplett mitbehandelt. Und auch die Karosserieteile in den versteckten Teilen da hinten. Da haben wir schon Rostgrad 2 bis 3. Da wird der Rost schon leicht schuppig und porig. Und da müssen wir dann anders behandeln an der Stelle. Hier gilt es, aus den tiefen Poren den enthaltenen Sauerstoff rauszudrängen. Weil wenn wir da jetzt einfach nur überkonservieren, dann wird der eingeschlossene Sauerstoff dafür sorgen, dass es von unten wieder aufrostet. Also an der Stelle ist ein Roststopper verwandt worden, der wie gesagt diese Tiefenwirkung hat und den Sauerstoff an der Stelle verdrängt aus dem rostigen Material. Unten drunter, ja, die Fahrwerksteile alle sauber vorbehandelt, geschliffen. Es muss nicht der Rost komplett entfernt werden, weil wir den nachher mit einem speziellen Wachsbitumen einschließen. Und das Wachsbitumen, das wir an der Stelle verwenden, hat nochmal den Vorteil, dass der selber in seinen Schichten einen zusätzlichen Sauerstoffblocker enthält. Ja, so sieht das also im Prinzip ganz prima und gut aus. Mehr muss an der Stelle nicht sein. Auch hier die gefährdeten Stellen sind jetzt schön abgedeckt. Und diese oben, diese blanke Schicht hier, da bildet der Rostumwandler, den wir hier verwandt haben, eine Epoxidharzschicht aus. Die wiederum sorgt dafür, dass kein Sauerstoff von draußen ran kann. So, an der Stelle schauen wir uns dann nochmal die Bleche an, die früher schon mal eingeschweißt wurden. Das ist jetzt hier der Fall. Da haben wir diesen Unterbodenschutz nochmal abgetragen. Und es ist auch zu sehen, dass die Schweißkanten nicht versiegelt wurden. Ist natürlich nicht so toll fürs Ergebnis. Der Rost ist jetzt vollflächig nochmal abgeschliffen worden. Auch hier ist ein Rostwandler mit erhöhter Tiefenwirkung eingesetzt worden, der dann zusätzlich auch nochmal eine Epoxidharzschicht bildet. Und man sieht auch schön, wie das Material hier gearbeitet hat und die Oberfläche schön versiegelt hat. Wenn das durchgetrocknet ist, werden die Kanten nochmal versiegelt, sodass wir da auch keine Hohlräume entstehen lassen. Und wenn dann komplett die ganze Schicht einmal überkonserviert wird, dann sollte auch dieses Blech wieder vernünftig und dauerhaft geschützt sein. Und auch hier ist wieder, je gründlicher die Vorarbeit gemacht wird, desto besser wird das Ergebnis im Endeffekt sein. Wie gesagt, eine komplette Rostentfernung ist zu aufwendig und hier an der Stelle gar nicht notwendig. Wir packen die ganze Geschichte dann mit einem sauerstoffsperrenden Material ein, sodass wir nachher auch ein Ergebnis haben, wo der Rost dann an der Stelle, so wie er jetzt aussieht, auch nicht mehr gravierend weiter rosten kann. Und wenn es dann doch mal an der einen oder anderen Stelle dazu kommt, dann kann man da partiell auch noch nachbehandeln.
Der nächste Schritt ist dann, dass das Fahrzeug jetzt soweit für den Lacker vorbereitet ist. Der wird sich das die nächsten Tage abholen, macht dann die Lackierarbeiten fertig und dann geht es natürlich im Projekt weiter.